Gott hat dich gesegnet, damit du für andere ein Segen sein kannst. Weißt du, die Bibel sagt, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Wir als Christen sind der Leib Jesu. Das bedeutet, dass wir diejenigen sind, die Gott hier auf der Erde gebraucht, um die Werke Christi zu tun. Wir sind sein Leib. Im übertragenen Sinne, wir sind seine Füße, wir sind seine Hände, wir sind seine Augen, wir sind sein Mund. Er wirkt durch uns und zwar nur durch uns. Er hat sich einfach hingegeben, indem er uns das Vorrecht gibt, die Werke Gottes zu tun. Er will durch uns wirken. Wenn wir nicht dazu bereit sind, wird nichts geschehen. Schau, ich glaube, die Engel könnten in vielfacher Hinsicht einen weitaus effektiveren und schnelleren und erfolgreicheren Dienst tun, als wir Menschen es tun. Stimmt's? Sie könnten innerhalb von kürzester Zeit größte Erfolge erreichen. Aber schau einmal in der Apostelgeschichte beim Hauptmann Cornelius. Der Engel, der dort in der Geschichte erscheint, hat nicht das Recht, Cornelius das Evangelium zu verkündigen, sondern nur das Recht zu sagen, ruf Petrus, Petrus kann dir den Weg zum Heil sagen. Der Engel hat nur den Job zu sagen, wende dich an diesen Menschen und der Mensch, der wird dir dann weiterhelfen können. Und das geschieht, Petrus verkündigt Cornelius in seinem Haus das Evangelium und es geschieht ein großes Wunder, die bekehren sich, der Heilige Geist fällt. Der Engel hat nicht das Recht, das Wort weiterzugeben. Gott hat sich an uns verpflichtet. Er hat uns dieses Vorrecht gegeben und wenn wir es nicht tun, wird es nicht getan werden. Deshalb möchte ich dir einfach vorschlagen, dass du anfängst zu beten, Herr, gebrauche mich als deinen Mund, der Segen weitergibt, der Gnade weitergibt, der Menschen die frohe Botschaft weitergibt, der das Evangelium weitergibt. Gebrauche mich als deine Augen, damit ich sehe, wo Not ist. Gebrauche mich als deine Hände, durch die ich Segen weitergeben kann und so weiter. Du kannst sagen, Herr, meine Augen sollen deine Augen sein. Meine Hände sollen deine Hände sein. Ich glaube, dass das etwas ist, was uns wirklich auszeichnet als Christen. Christus lebt in uns und will durch uns wirken. Aber wir müssen es zulassen. Wir müssen dazu bereit sein. Wir müssen uns aufmachen. Wir müssen vorangehen und wir müssen vor allen Dingen dem Herrn diese Möglichkeit geben, durch uns zu wirken. Ich glaube in dem Sinne, dass du sehr, sehr viel zu geben hast. Dass du sehr viel für andere Menschen hast. Weil es ist nichts, was von dir kommt, sondern was von Gott kommt und durch dich hindurchfließt zu diesen Menschen. Öffne dich für das Wirken Gottes durch dich. Und ich glaube, Gott wird dir zeigen, dass er viel, viel mehr für dich hat.